Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe FIFA 18 Karriere. Wir sind hier jetzt im Nationaltrainer-Modus, wo ich hier die Tabelle aufgeschlagen habe. England führt mit 18 Punkten, gegen die spielt man ja jetzt noch. Gefolgt mit 16 Punkten von meiner Wenigkeit, 13 Punkte Portugal. Ja, aber wenn man sich hier die Tordifferenz anschaut, die ist schon gewaltig gegenüber Portugal. 17 Tore habe ich geschossen, Portugal hat nur 8 geschossen. Ich habe zwar um 3 mehr bekommen, aber ja, da müssen sie einen sehr hohen Kantersieg feiern, heißt das auf gut Deutsch. Ja, wie ihr vom letzten Spiel wisst, musste man ja einen Spieler vorgeben, aufgrund der Rotsperre, statt ihm Schüller in die Startelf gerutscht, dem man natürlich auch hier eine Chance geben möchte. Kommt auch auf den Spielverlauf an. Wow, herrlich. Oh ja. Uff. Der Jensen, mit dem läuft's. Oisch, verschrien. Ah, jetzt check ich's erst. Bock. Doppelschuss ist Flachschuss. So, Wembley Stadion. Es geht auch um die Tabellenführung, kann man ja sagen. Aber dazu muss man hier gewinnen in England. Hat man zwar schon daheim, aber das war was anderes. Daheim ist daheim, auswärts ist auswärts. Oh, schöner Frisky. Oh! Pucki! Pucki, Alter! Pucki! Lasst hier die Chance aus. Pucki, Alter! Pucki! Warum tust du mir das an, Alter? So eine Lobeshymne habe ich auf dich gesungen bis jetzt. Ich habe mir überlegt, dich zu holen. Sogar. Zu meinem Verein, dass du bei einem gescheiten Verein einmal spielst. Aber dann habe ich mich eh dagegen entschieden. Jawohl, Risky! 1 zu 0. Upe Risky. Euphorie ist da. Man führt in England 1:0. Oh. Boah, schade. Gut dazwischen gegangen. Oh! Kleiner Blackout. Moisander ist gut dazwischen gegangen. Ring.
Hätte mal. Oh. Ja, muss Geld geben für die. Bist du der, weil das war jetzt verpixelt? Die Beine waren jetzt verpixelt, Leute. Habt ihr das gesehen? Nee, keine Gefahr, aber wenigstens zähle ich schon aufs Tor. Das ist schon mal immer nett, also der Ball geht nicht irgendwo hin. So, Jensen mal ganz weit außen. Oh. Ja, Tore schießen kann er. Alles fair, hart aber fair. Das war kein Foul, das wundert mich jetzt. Doch. Hätte ich genauso mindestens gelb gesehen. Wie geil. Stolpert übereinander. Ei, 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 ei. Was? Alter. Alter, was? Gescheißen, Schiri, das war doch nicht von hinten. Das war nicht von hinten. Alter, Vorder. Man hätte mal ein bisschen nach hinten verlegen. Harte Entscheidung, aber trotzdem. Guter Schuss. Kane. So, Lot. Oh. Gut gemacht, gut gestört noch. Das geht sich nicht aus für Lot. Da ist alles offen, da ist alles offen. Ja, sie stehen unter Druck jetzt. Auch durch die rote Karte, durch die frühe.
Da hätte man ja auf Buki. Da rennt er das, da rennt er das. Oh. Schön. Ja, sie spielen das runter. Oh, Jensen, boah, der hat einen Schuss, der ist super. So, 1:0 Führung, aber eine rote Karte, die man hier verkraften muss. Ich schaue jetzt mal geschwind was nach. Jensen deckt eigentlich viel ab, ob für das, dass er ZOM ist. Muss man sagen, Respekt. Risky gefällt mir nicht von der Fitness her. Da ist aber auch viel gelaufen. Viel geht über seine Seite. Auch aufgrund der roten Karte links. Aber jetzt mal über Hätte mal. Buki! Oh, oh. Oh. Ja, alles wird volle Zeit. Oh, den bringt man nicht weg, den Ball. Das war auch hart an der Grenze. So, Buki! 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 Yes! Ah, die wichtigen Tore macht er doch noch. Schwach, keine Durchsage bei der EM. Zweiter Null. Boah. Oh, 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 oh. Jetzt wird's bitter. Jetzt wird's bitter. Ring. Langt sie ordentlich zu. Und der Schiedsrichter ist gnädig. Number 21, Alex Oxlade-Chamberlain. Oh. So, jetzt wird's Zeit für frische Kräfte. Oh, Lott kann auch nicht mehr.
Lot kann nicht mehr. Risky kann eigentlich auch nicht mehr. Schüler werden wir jetzt einsetzen statt Ring. Somit sind die Wechsel durch. Alle drei auf einmal. Ja, schön dazwischen gedrängt, alles fair. Oh. No. Das wird jetzt wohl gelb geben. Schöne Ansicht vom Stadion. No, seit dem Puck schreibe ich was im Hals, unglaublich. Risky. Nein. Oh. Was? Okay. So, der Neue möchte sich auch noch beliebt machen. Oh. Gott sei Dank. Ja, erstaunlicherweise Finnland auch mehr Ballbesitz. Oh, das war nicht gut. Oh, Gott sei Dank. Nicht ein Tag. Oh Mann, nicht schon wieder. So, Ausschuss. Ja, jetzt halt's noch verteidigen die letzten paar Minuten. Wilshere und Sturridge kommen statt Henderson und der hat Offensivpower. Oh. Jetzt wirft man alles noch dagegen, was man hat. Das war zu früh gedrückt. Hätte mal. Der Unaussprechbare. Ja. Eckball.
Ja, kompromisslos geklärt. Oh, schade. Geht da noch was? Buki! Ja, aber das war's. Finnland gewinnt hier gegen England in England 2:0. Übernimmt die Tabelle somit. Ist Erster. Wie sind Schande sind wir hier? Risky, wunderbar. 1:0. Die erlangt hierzu. Gelbe Karte. Das ist aber nicht die einzige Farbe, die wir hier heute zu sehen bekommen haben. Mag vielleicht doch von hinten gewesen sein. Ich weiß es nicht genau. Rot ist rot. Entscheidung ist Entscheidung. England hat das Bestmögliche gegeben. Hat aufs Tor geballert, aber... Wir hatten einen super Torwart, super Abwehr, viel Glück und auch einen Pucki, der auf 2:0 erhöhte. Mit einem Mann weniger gegen England, das ist wunderbar. Besser kann es nicht mehr kommen. Gier probiert alles, Kane probiert alles, nichts fruchtet. Sogar hier hat man gepatzt zweimal mit so einem Ausschuss vom Torwart. Da war das Glück des Tüchtigen auf der Seite. Und hier noch Abschluss von dem unersprechlichen Stürmer. Kane ballert hier auch drüber. Da lagen die Nerven blank. Ja, England, Finnland. 2:0. 0:2. Und ich würde sagen, wir fahren zur EM. Da sehen wir es um einen Punkt. Sind wir jetzt hier vor Finnland, vor England gelandet? England ist Zweiter, fährt auch mit Portugal mit 13 Punkten ausgeschieden, Tschechien mit 8. Türkei mit 5 und überraschenderweise Russland nur 2 Punkte gemacht. Das war's. Ja, Torschützenführender. Huiuiui, Risky und Pucki teilen sich den Torjäger. Risky ist als Erster gelistet. Ich weiß nicht, nach was das dann geht. Torvorlagen, Risky, Lott, hätte mal Pucki jeweils 3. Unglaublich. Ja, ohne Gegentor. Finnland an dritter Stelle, gelbe Karten, England führender, Finnland ist auf Platz 6 und 7 nur zu finden und die Rotsünder sind hier gleich zweimal eingetragen von Finnland, einmal Hämmerleinen und einmal Urwunnen. Ja, das war's von meiner Seite. Ich bin der Fun Gamer, macht's das gut, bis dann, ciao und baba.